Ich fühle mich absolut nicht wie 43. Ich habe immer noch Scheiße und Pisse und Knete im Kopf. Was geht ab, Freunde der leichten und ausgewogenen Ernährung? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Salami zu dem TV und ich bin einfach nur ein ostdeutscher Ossi mit Mordsappetit, stell dir Versuch in der neuen kulinarischen Köstlichkeiten, Leute. Leute, ich bin hier gerade richtig tief im Land. Was ist los, Carlo? Und habe mir hier gerade eine Stolle gemacht. Und es war ziemlich früh, früh am Morgen, aber ich wollte einfach mal sagen, Leute, danke für 1 Million Aufrufe hier auf YouTube. 1 Million Aufrufe. Das ist nicht selbstverständlich. Als ich mit dem Kanal gestartet bin, war das nur ein Hobby für mich. Und ich habe gesehen, die Abozahlen, die wachsen so langsam. Und jetzt ist es richtig ehrgeizig und ich bin richtig voller Elan und ich will versuchen, am Ball zu bleiben. Und mein Ziel ist es, dieses Jahr noch die 5000 Abonnenten zu erreichen. Das war nicht immer einfach so. Manchmal hat man keine Lust gehabt, Videos zu machen. Am nächsten Tag bist du aufgewacht und hast gedacht, wow, ich muss heute 3 Videos machen und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Oder das macht immer noch richtig Spaß. Also mir macht das noch riesen Spaß. Und kennt ihr die Leute, die Fliesen drehen können, hintereinander weg. Und dann gibt es die Leute, siehst du, die nicht fließend hintereinander reden können, die so eine Sprachpfeile haben, so. Und zu der Kategorie 2 in der Ecke. Also ich bin nicht der Typ, der so fließend drehen kann und so. Und ich gebe aber mein Bestes. Siehst du, ich spucke schon wieder die Stolle aus hier. Ja, und zusätzlich dazu ist heute noch Herrentag. Schrägstrich Christi Himmelfahrt. Genau. Aber, wie gesagt, ich bin hier auf dem Land und ich werde heute hier Mach angehen lassen. Ich hätte mir heute auch die Kante geben können und um 12 Uhr pennen können, wie so ein Kesselflicker saufen, aber nee, mache ich nicht. Ja, weil ich bin hier bei, ich sag mal, Herrschaften, älteren Herrschaften und da hört sich das nicht, schon um 12 Uhr über den Gartenzaun zu hängen. Ja, hier, guck mal hier, schön auf dem Land, die Pferde. Ist schon eine nice Sache. So, guck mal Leute, auch wenn ich jetzt trinken wollte, würden, es wäre sowieso nicht gegangen, weil hier sind nur noch 3 Bier da. Ja, hier Pilsner Urquell. Aber, guck mal hier, Wernesgrüner. Wir müssen reden. Wernesgrüner, was soll das? Das ergibt keinen Sinn für mich. Das ist bitter wie Galle. Ja, und ich weiß nicht, ob ich das gerade erwähnt habe, aber ich werde heute sagenumwogene 43 Jahre alt. Ach du Scheiße. 43, Leute. Ich konnte es mir ohne vorstellen, als ich 20 war, da haben wir Fußball gespielt. Da konnten wir noch rennen. Da waren wir noch spritzig, fitzig, mitzig. Ich habe im Tor gestanden, aber trotzdem. Ja. Und wenn du heute mit der Jugend spielst, hast du keine Chance mehr. Naja, erwartet aber auch keiner. Weil, ja. Aber ich sag mal so, 43 ist nur ein biologisches Alter. Ich fühle mich absolut nicht wie 43. Ich habe immer noch Scheiße und Pisse und Knete im Kopf. So wie ein 20-Jähriger, 18-Jähriger. Ich glaube, es gibt Leute, die werden irgendwann erwachsen. Gibt es einen Knall, die werden erwachsen. Und dann gibt es Leute, die werden so nie erwachsen. Und zu der Kategorie nie erwachsen gehöre wohl ich auch dazu. Oh Leute, alles Klärchen. Dann würde ich sagen, ich bin jetzt erstmal raus. Brot ist so gleich alle. Dann wünsche ich die Herren der Schöpfung einen schönen Herrentag, / Vatertag. Sauft nie so viel. Nicht da außer am 12 schon besoffen im Bett liegt, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Genau. Ich glaube, das ist der erste Herrentag, wo ich das mal gut eingehen lasse. Und das ist auch der erste Herrentag, wo ich gleichzeitig die Brotsache habe. Was für eine Scheiße. Gut, das ist ja alles klar. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Wie gesagt, feiert nicht so dolle. Ihr müsst morgen wieder arbeiten, es sei denn, ihr habt einen Brückentag. Mein Name ist Salami zu dem TV. Ihr wisst Bescheid, Leute. Tschüssi.